Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die März-Variante von der Degusta-Box. Die ist also witzigerweise schon jetzt bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise kommt die nämlich meistens so zum dritten Drittel des Monats, um das mal so zu sagen. Und jetzt haben wir noch nicht mal Mitte des Monats und sie ist schon da. Und ich freue mich wie Bolle, das ist eine Foodbox und die kostet ab 15,99 € pro Box und pro Monat und wenn ihr über meinen Link in der Infobox geht, bekommt ihr die erste Box für 9,99 € monatlich jederzeit kündbar, also super easy peasy. Wir haben hier ich glaube 10 bis 15 Lebensmittel drin, ne? Das war glaube ich das ungefähr und ein Warenwert, der immer über dem ist, was man dafür bezahlt. Also es war erfahrungsgemäß immer so um 25 Euro und hier sind sowohl Snackprodukte drin, als auch ja einfach so Basic-Produkte, mal Nudeln, mal Mehl oder sowas, ne? Aufbackbrötchen und so. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier zu erwarten haben. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt und bedanke mich dementsprechend herzlich beim Degusta-Boxen-Team, denn ich glaube seit 5,5 Jahren packe ich die Box aus und seit 5 Jahren ungefähr habe ich die auch in Kooperation. Das ist der Wahnsinn. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was wir dieses Mal entdecken dürfen. Es ist auf jeden Fall prall gefüllt und es ist sehr, sehr schwer, deswegen muss ich die auch gerade absetzen. Ich habe jetzt zuallererst hier so eine kleine Werbung, dass man die Degusta-Box Cold sich auch anschauen kann, definitiv. Das ist die gekühlte Variante. Als Motto haben wir in der Märzbox Brunch und ich habe jetzt gerade schon frech die Produkte überflogen und finde sie schon mal ziemlich interessant. Ein bisschen Werbung ist mit am Start, so finanziert sich das Ganze halt auch für die Box, ne? Und ja, ich sehe nicht mal Füllmaterial. Doch, da unten ein bisschen was, da ist dann wahrscheinlich was mit Glas am Start. Wow, okay, also, was ist im März? Im März haben wir... Ende März haben wir, glaube ich, Ostern, ne? Ja, da müsste Ostern sein. Also könnte sein, dass wir auch was Osterliches hier drin finden. Ansonsten kommt der Frühling so langsam. Mal gucken, was wir hier so drin finden, dass die Sonne von innen war und scheinen kann. Mal schauen. Okay, wir starten wirklich mit was Osterlichem. Mr. Brownie with Real Belgian Chocolate. Das wird mein Freund richtig feiern. Rich, Moist and Fudgy Easter Brownie. Ist richtig cool. Da haben wir nämlich auch als Streusel so Osterei geformte Dinger drauf. Das ist echt süß. Und halt Brownies, ne? Haben wir immer tatsächlich auch wieder hier, ne? Und wenn man, entweder wenn man so Besuch bekommt oder wenn man einfach mal so zwischendurch einen kleinen Snack braucht, ist so ein Brownie gar nicht verkehrt. Ja. Deswegen, das passt. Das passt auch. Das hatte ich nämlich eben noch auf die Einkaufsliste geschrieben. Und zwar von Hela, Original Bio Tomatenketchup. Ich weiß nicht, hatten wir das auch im Adventskalender oder so? Weil genau diesen Tomatenketchup habe ich eben leer gemacht. Und sehr, sehr lecker. Der ist nämlich wirklich sehr tomatig. Hier steht es auch drauf, 80% Tomatenmark. Und deswegen, also der ist nicht so super süß, wie man das normalerweise kennt und auch nicht so mega dünn, also nicht dünn, sondern ansonsten hast du ja quasi gar keine Konsistenzunterschiede quasi in dem Tomatenketchup selber und hier ist es halt wirklich, du merkst dieses 80%ige Tomatenmark da drin, weil das halt diese Konsistenz von Tomatenmark noch mit dabei hat, ne? Und das finde ich persönlich sehr, 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 sehr cool, weil das halt nicht so quietschesüß schmeckt. Mag ich. Ich werde nämlich eben noch Pommes. Das feiere ich auch sehr. Oh wow, ja. Giotto. Da sind 9 Stück drin. Ich muss lachen, denn jedes Mal, wenn ich Giotto in die Hände bekomme, muss ich dran denken, dass wir irgendwann mal mit der Familie Urlaub gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir sehr, sehr lange Auto gefahren. Und da habe ich auch Giotto gegessen. Und das viele Autofahren ist mir magentechnisch leider nicht bekommen. Wahrscheinlich auch die massenhaften Süßigkeiten, die ich in mich reingepfeffert habe. Denn das habe ich, als ich das erste Mal gegessen habe, dann direkt nochmal rückwärts essen dürfen. Ich war noch relativ jung, ne? Und jetzt habe ich es aber da und das wird definitiv nicht rückwärts. Ich liebe Giotto. Ich finde es so lecker, auch wenn ich diese wilde Erfahrung da jederzeit mit verknüpfe, wenn ich Giotto sehe, ne? Immer. Ich verrückt. Okay, Pucker habe ich ja noch mit dabei. Pucker macht sehr, sehr schöne Tees. Ich mag nicht so gerne diese super orientalischen Tees von denen. Das ist nicht ganz so meine Welt. Hier haben wir aber einen ganz klassischen und zwar den Elegant Earl Grey Bio-Tee. Also einfach ein Schwarztee mit Bergamotte, Zitrone und Lavendel. Okay, das ist schon wieder das Abgefahrene, sage ich mal dazu. Da hast du dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen Koffein mit am Start. Für die, die halt nicht so gerne Kaffee mögen. Ich liebe Kaffee. Kaffee und ich, wir sind so und
man würde sich nicht wundern, wenn ich irgendwann das Ganze mir intravenös gönnen würde und quasi so. Dann habe ich hier von Lotao tropische Jackfruit. Oh geil. Crispy Jack. Knusprige Jackfruit Chips. Das mag ich gerne. Das sind 45 Gramm. Die sind relativ sauer, also diese Jackfruit-Dinger. Aber die haben einen recht hohen Vitamin-C-Gehalt, was jetzt auch ganz gut kommt. Wir haben jetzt nämlich gerade wieder 3 Grad. Okay, das ist jetzt nicht, ne? Mega krass, aber heute Morgen zum Beispiel war hier auch alles gefroren und so. Dann hast du zwischendurch wieder Tage, wo es 10, 15 Grad werden. Das heißt, das Immunsystem ist gerade echt am Eskalieren. Und ich merke das auch selber. Wir hatten ja auch schon jetzt lange Bronchitis gehabt und haben eine wilde Zeit hinter uns, um das mal so zu sagen. Und ja, da kommt Vitamin C auf jeden Fall sehr gut. Ne? Werde ich mir dann heute Abend einfach mal genehmigen, wenn ich mir dann vielleicht noch irgendwie eine Serie anschaue oder so. Genau, dann habe ich hier als nächstes etwas für etwas Wärmendes. Ist jetzt für mich nicht unbedingt Brunch. Von Ruf in vegan Porridge. Einmal Red Berry und einmal Nut Mix. Das ist ja jeweils eine Portion. Kannst du hoch einfach mit kochendem Wasser auffüllen. Das ist auf jeden Fall praktisch, ne? Also für ein schnelles Abendbrot oder ein schnelles Frühstück ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Dann hast du auch ein bisschen was Warmes mit dabei. So fancy, wie das immer auf den Verpackungen aussieht, ist es halt nicht. Im Prinzip ist Porridge ja klassischer Haferschleim, nur halt mit irgendwelchen Geschmäckern. Finde ich persönlich immer mal wieder ganz lecker, ne? Das ist jetzt richtig cool. Ich habe hier eine Fanta drin. Das ist zwar Zero Sugar, aber naja, ist es okay. Ja, mit Orange halt, ne? Orangengeschmack. Ich persönlich mag Fanta richtig, richtig gerne. Ich mag Fanta ehrlich gesagt sogar lieber als Cola oder als Sprite. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders unterwegs, aber ich mag das gerne fruchtig, ne? Fruchtig, 4% Orangensaft stand da gerade drauf. Ach, guck mal, von dem Porridge haben wir noch ein weiteres und zwar Cherry Choc. Guck, da haben wir 3 verschiedene Sorten drin. Finde ich persönlich ja ganz nett, ne? Dann habe ich hier noch was richtig cool von Darbo, zuckerreduziert. Das hatten wir auch schon mal als Erdbeere oder als Sauerkirsche, weiß ich gar nicht. Habe ich auf jeden Fall schon mal leer gemacht, fand ich ganz gut. Ein Drittel weniger Zucker mit 80% Fruchtanteil und das ist Marille. Marille ist auch tatsächlich von der Frucht her gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, wer jetzt auch gerade auch an das Parfum denkt. Da ging es ja auch um das Marillenmädchen und so. Naja, Marille ist von der Frucht her sehr herb, finde ich. Ne, das ist auch so leicht bitter mit dabei. Das ist nicht so klassisch süß oder so. Das ist vielleicht für die Leute ganz gut geeignet, die so ein Zwischending zwischen einem süßen und einem herzhaften Frühstück mögen und aber dann doch nicht so richtig herzhaft essen wollen. Ne, dann kommt sowas ganz gut. Also ich persönlich mag sowas eigentlich wohl und gebe mir das dann einfach auf mein Brot drauf. Entweder pur oder mit Frischkäse oder mit Käse oder so. Ja, schon geil. Okay, das hier ist was ganz Cooles. Also was, ich sag mal, Klassisches, was wir auch öfters mal in diesen Foodboxen drin haben. Ich persönlich feiere das, weil ich finde, so eine Dose Dosentomaten kannst du immer sehr gut gebrauchen. Und ich mag auch diese Marke Mutti, ne? Also die haben echt coole, leckere Polper ist das jetzt. Wir hatten das aber auch schon mal irgendwie in so einem, ja, in so einer Flasche drin und so richtig cool. Das sind Datteltomaten in Stückchen oder in Stücken, natürlich süß. Und auch wenn wir zum Beispiel viel mit HelloFresh kochen und so, sowas kann man immer gut dazugeben. Oder wenn du dann doch mal irgendwie dir eine schnelle Tomatensoße machen möchtest oder so, kommt das ganz gut, wenn man sowas halt bei sich stehen hat in der Vorratskammer oder im Vorratsschrank halt, ne? Dass man da entsprechend die Produkte kombinieren kann. Einfach ein bisschen Zwiebel mit dabei. Vielleicht auch ein bisschen Tomatenketchup, wenn man hart ist oder so. Mal gucken. Und ich persönlich kenne das sogar so. Das ist halt so die Tomatensoße meiner Familie. Die wurde halt richtig mit Mehlschwitze gemacht und mit Milch. Also wir hatten halt nie so eine klassisch rote Tomatensoße, sondern das war halt wirklich auch immer sehr mächtig, ne? Aber das liebe ich. Oh, auch Bolognese-Soße und so haben wir immer so gemacht. Das war immer ganz verrückt, aber ich fand es auch lecker. Dann habe ich hier ein Gewürz von Just Spices drin. Da könnt ihr auch immer mit Just Claudi ein Bratkartoffelgewürz für Umme mit dazu bekommen zur Bestellung. Auf jeden Fall habe ich hier das Curry-Hähnchen-Gewürz. Wir persönlich hier zu Hause sind nicht so die Curry-Fans, ne? Also da hätte ich mir ein anderes Gewürz definitiv lieber gewünscht, aber ja gut, man kann nicht alles haben. Aber Curry ist nicht so unser Vibe. Ich denke, dass ich das meinem Schwiegerpapa ins Spiel geben werde. Der mag gerne Curry. Dann habe ich hier noch einen Riegel am Start von Foodspring. Proteinbar, Extra Chocolate, Crispy Coconut. Ich mag sowas. Also das ist wie so ein, ich weiß nicht,
Crispy Bounty mehr oder weniger, ne? Wenn man halt dieses Kokosnuss auch mit am Start hat. Mag ich. Ich bin auch ein Bounty-Fan tatsächlich. Ja, zuckerarm ist es auch noch. Und dann hast du auch noch ordentlich Proteine mit dabei. Ich mag das ganz gerne. Ich bin ja so ein Wusel. Merkt man wahrscheinlich auch manchmal. Spätestens in meinen Vlogs sieht man das dann auch. Also es ist jetzt zum Beispiel gerade 20.52 Uhr und ich bin jetzt ganz normal am Arbeiten. Den Tag über habe ich dann unten Care-Arbeit quasi gemacht und mich um Julius gekümmert, mich ums Haus gekümmert, dies, das, Ananas. Und ja, wenn Julius dann ins Bett geht, also mein 15 Monate alter Sohn, dann gehe ich halt an die Arbeit hier oben hin. Das heißt, ich habe eben erst ein Schminke gedreht, dann mache ich jetzt Unboxings, Hauls oder so, ne? So halt Videos, wo ich dann halt auch schon fertig geschminkt bin. Und ja, das ist halt so mein Ding. Und da bin ich halt immer so ein bisschen fritt unterwegs, brauche dann aber zwischendrin, zwischen den Videos oder einfach mal so in der Drehpause oder so, auch irgendwie so einen kleinen Energiekick, ne? Und da kommt sowas eigentlich ganz gut. Was mir auch manchmal hilft, ist einfach eine Banane oder sowas, klar, ne? Ich habe hier oben ja auch eine kleine Küche und ja, oder ein Brownie oder so. Aber dass ich halt irgendwie auch wieder so ein bisschen mehr fokussierter und so weiter bin. Und deswegen ist es für mich persönlich immer cool, wenn wir solche Proteinriegel halt in Boxen drin haben. Wow, das war lange Rede, kurzer Sinn. Hier habe ich noch Getränke drin. Das war ein Reim. Ja. Als erstes habe ich hier Vita Coco, Coconut Water. Genau, da haben wir einmal einen Liter Kokosnusswasser. Ist ja relativ gesund, ne? Sowas machst du ja eigentlich nicht in Kaffee rein oder so. Das trinkst du ja so. Und wirklich sehr kalt schmeckt das auch ganz gut. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die unbedingt irgendwas mit Geschmack trinken muss. Es sei denn, ich habe irgendwie sowas in der Box drin, dann stelle ich mir das hier oben hin und trinke das dann halt im Laufe der Zeit auf. Ich habe zum Beispiel hier auch noch ein bisschen Möhrensaft stehen, ne? Den hatte ich letztens in der Box mit drin. Das hier stelle ich mir auch hier oben hin, das kann ich mir dann auch trinken. Genau, aber ansonsten trinke ich einfach ganz langweilig Leitungswasser. Das ist halt immer so mein Getränk der Wahl. Und zu guter Letzt habe ich hier als letztes Produkt HSC. Auch das ist so ein Produkt aus meiner Kindheit. Deine Vitamin C Power. Leichte Orange, das wird mein Freund aber sehr freuen, mit Acerola, 60% Fruchtsaft und auch hier wieder wird das Immunsystem angesprochen. Passt definitiv zum Motto mit dem Brunchen halt hier bei der Box, ne? Und ja, also ich kenne HSC noch in diesen dunklen Flaschen, das war halt sonst immer so, ich kannte das nicht in diesen hellen. Und da hatten wir auch immer Multisaft zu Hause von HSC oder, wie hieß das nochmal, Punica. Das hatten wir auch viel da. Das ist auch wieder ein Reim gewesen. Das war so eine Glasflasche, das gab es immer bei meiner Oma. Naja, auf jeden Fall, HSC gab es immer oben bei uns, bei meiner Mama dann quasi und meinem Papa. Nun, also, ich habe jetzt die Box ausgepackt. Wie gesagt, 15,99 Euro hat man jetzt für die Box bezahlt. Und ich finde, dass sie gut gestaltet ist. Mir persönlich hätte vielleicht noch... Nee, ich habe zwei Basic-Produkte mit dem Pulver und mit dem Tomatenketchup hier drin. Da hätten die vielleicht eine kleine Variation reinbringen können, weil das halt beides Tomate ist, ne? Trotzdem finde ich die Produkte in dieser Box sehr schön. Du hast so ein bisschen halt Produkte, die du sowieso schon so kennst, aber auch ein paar Produkte mit einem kleinen Aha-Moment oder mit einem kleinen, ach Mensch, das will ich mal ausprobieren, Gedönsen, ne? Finde ich persönlich schön. Was meint ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.